Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Willkommen zurück hier beim Bausimulator. Auf geht's zur nächsten Schicht. Die letzte Folge war ja schrecklich anzusehen. Mit unserer Betonpumpe. Also Betonpumpe und ich werden keine Freunde. Die habe ich auch wieder zurückgegeben. Da hinten steht noch unsere Betonmischer. Haben wir ja beides ausgeliehen. Für 24 Stunden. Jetzt weiß ich nicht, wie das ist. Leihen wir uns die Gerätschaften nur für 24 Stunden aus? Und was ist, wenn der LKW oder die Gerätschaften, die wir ausgeliehen haben, wenn die noch auf der Baustelle sind und nicht beim Fahrzeughandel? Ja, also ich denke mal, wir müssen immer die Baumaschinen, die wir uns da ausleihen, auch wieder zurückgeben. So machen wir das einfach. So, da ist nämlich unsere Betonpumpe. Ich mag sie echt nicht. Aber ist es auch irgendwie nicht, ich weiß auch nicht. Kam nicht wirklich darauf klar, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt gehen wir wieder zur Baustelle. Den Garagenanbau, genau. Schnellreise. Wir haben nämlich jetzt, ja, die Garage steht so im Rohbau, ne? Der Rohbau steht. Es ist zwar noch kein Fenster drin, noch kein Tor drin, keine Tür drin. Die Wände sehen auch noch, ja, nicht so cool aus. Und der Kunde hat hier eine Kante, ne? Wenn man das so sieht. Ist auch nicht cool, mit einem Auto rüberzufahren, ne? Ist echt nicht cool, ne? Denn normalerweise müsste man das hier ein bisschen, den Pflaster ein bisschen hochholen, ne? Guck mal, die Mülltonne ist hier umgefallen. Gut, wir sollen jetzt mit Harpe sprechen. Das machen wir auch. Eine Nachbesprechung. Oh. Gucken wir mal, was er zu sagen hat. Ach so. Aha. Aha. Also wir waren quasi nur der Rohbauunternehmer, ja? Jetzt kam gerade der Maler und hat den Putz hier dran gemacht, okay. Der Dachdecker hat das Dach gemacht. Tür ist drin, Tor ist drin. Guck mal, sieht doch gut aus hier, unser Anbau. Na gut. Haben wir den nächsten Auftrag, ja? 123.000. Ich glaube, wir können uns noch keine neue Maschine kaufen. Ich möchte aber sofort weitermachen mit einem neuen Auftrag natürlich. Wir brauchen Kohle. Verkehrsstraße, ja. Das wäre jetzt ein Auftrag, Verkehrsstraße. Hier im Gelände. Was ist hier eigentlich? Baggerlader? Achso, hier werden unsere Einzelmaschinen. Nee, gut. Dann machen wir mal die Verkehrsstraße. Auftrag ansehen. Sind 4 Bauabschnitte. Okay. Hier ist der Auftragsumfang Mittel. Hoch 100.000. Mittel 100.000. Niedrig 100.000. Also irgendwie. Der geschätzte Gewinn ist immer bei 100.000. Dann können wir es auch bei niedrig lassen, ne? Okay, die Bauvorbereitung besteht darin, Baumaschinen mieten, Baumaschine bewegen, Baumaschine parken. Aha. Der nächste wäre ein Transport. Baumaschine mieten, Baumaschine bewegen, Baumaschine positionieren, Asphalt. Oh, wir machen irgendwas mit Asphalt. Baumaschine bewegen, Asphalt. Oh, wir machen Asphalt. Cool. Straßenarbeiten. Asphaltierung, ja. Wir machen Baumaschine mieten und den Asphalt verdichten. Okay. Wir fahren wahrscheinlich wieder mit einer Walze darum. Nachbesprechung, cool. Auftragdetails. Ich habe leider keine Empfehlung. Okay. Wir gucken, was für Materialien wir brauchen. Keine Materialien benötigt. Aber auch cool. Gut. Hört sich ganz cool an. Wir nehmen natürlich den Auftrag an. Oh, das ist eine Asphaltmaschine. Schwarzdeckenfertiger. Okay, so nennt man das. Also ist egal, was wir uns da für eine nehmen, ne? So eine tolle grüne hier. Was sind das für eine Marke? Die Marke kennen wir ja. Die Marke kenne ich irgendwie nicht so wirklich. Die Marke kenne ich. Okay, cool. Gut, Baumaschine mieten. Ach so, wir können auch natürlich hier draufklicken, ne? Betritt den Fahrzeughandel, asphaltieren. Wir brauchen auf jeden Fall so eine
Eine. Ja, Asphaltmaschine, nicht die einfach mal, ne? Hört sich ein bisschen besser an. Okay. Wir müssen. Wir können es jetzt natürlich auch kompliziert machen. Ne? Wir gehen jetzt erstmal zum. Nicht zum Baustellen. Achso, hier ist unsere Baustelle. Okay. Fahrzeughandel. Wir gehen jetzt erstmal zum Fahrzeughandel und. Normalerweise müssten wir uns ja auch einen Tieflader und einen LKW, eine Zugmaschine, müssten wir uns ja normalerweise leihen, wo die Asphaltmaschine draufpacken. Könnten wir machen. Aber ich find das echt blöd. Warum können wir denn unseren Pritschenwagen, ja? Pritschenwagen. Können wir mit unserem Pritschenwagen eigentlich so einen dicken, fetten Anhänger mitziehen? Das würde mich mal interessieren. Zugmaschinen und hier. Nee, das geht ja gar nicht. Das können wir ja. Nee, das funktioniert ja gar nicht. Nee, stimmt ja. Nee, können wir nicht. Okay. Ja. Wir hatten uns ja letztes Mal eine Zugmaschine ausgeliehen. Und zwar die mit Kran. Ne? Wo ist die denn hin? Da, die hier. Zugmaschine mit Kran. Haben wir die eigentlich noch? Betonpumpe haben wir noch. Zugmaschine mit Kran. Ja, die haben wir noch ausgeliehen sogar. Okay. Ah ja, stimmt. Okay, dann machen wir das mal so. Das machen wir mal so. Wir packen die Asphaltmaschine dann da drauf. Blöd. Fahrzeughandel betreten. Gut. Dann leihen wir uns eine Zugkipper. Wo sind die denn, die Maschinen hier? Zack, zack, zack. Das, da habe ich richtig Bock drauf, auf den, das Ding hier. Was auch immer man da macht. Also so ein Ding sieht man sehr selten, ne? Solche Sachen hier. Solche Raupen sieht man schon eher, ne? Zumindest hier. Ah, hier. Eine Kaltfräse. Nee, das brauchen wir nicht, so Kaltfräsen. So, guck mal, es gibt auch Asphaltwalzen. Ja. Was ist denn das für ein grünes, tolles Ding hier? Wir können alle damit Asphalt machen, okay. Kostet 5.980. 5.500. 5.980. Ja, wir könnten jetzt so 480 Euro sparen. Die kosten richtig. Aber die sind... Die sind zumindest mit einem Dach oben drauf. Ne? Hier werden wir ja nass, wenn es regnet. Hier haben wir auch ein Dach. Komm, wir nehmen mal das Grüne. Ist am günstigsten und mir sagt diese Marke gar nichts. So, wir mieten das mal. Wie viel kostet das eigentlich? 275.000. Wow. Ja. Okay. So. Jetzt muss ich schon wieder hier rüber. Ne? Wir wollen mal eine Schnellreise da machen. So, da ist unsere Asphaltmaschine. Da ist unsere Zugmaschine. Das packen wir jetzt mal da drauf. Steige in den Schwarzdeckenfertiger. Nein, ja. Nein. Erstmal möchte ich... Ach so, können wir das überhaupt da draufladen? Ne, das ist der falsche Auflieger, ne? Eieieiei. Ja, jetzt habe ich... Nö, das ist ja blöd. Damit können wir ja keine Fahrzeuge transportieren. Materialauflieger. Das sind alle so Materialauflieger. Wenn, dann muss es schon so ein... Da ist so ein Multi-Ding. Da, guck mal, da ist auch dieses Zeichen. Ja, das wär auf jeden Fall der falsche Auflieger. Wir müssen uns einen von den drei hin ja ausleihen, ja. Der sieht richtig, richtig gut aus. 1700, 900, 800. Der ist wahrscheinlich sehr, sehr lang. Gehe ich mal von aus. Na? Wir brauchen aber nur so ein kleines Ding. Komm, mieten wir mal. Oder wir können sogar kaufen. Für 40.000 könnten wir uns so ein Ding tatsächlich kaufen.
Die maximale Anzahl der gleichzeitig ausgefertigten Fahrzeuge ist erreicht. Oh weia. Oh weia, wir können uns... Das ist ja blöd. Nee, komm. Dann müssen wir jetzt halt das auf eine ganz, naja, blöde Art und Weise machen. Wir steigen jetzt hier in unseren schönen Ding ein. Oh, geil. Hier, das kenne ich doch, ne? Diese Dinger kann man hier ausfahren, hier links und rechts läuft immer einer daneben, kontrolliert. Das ist cool. Geiles Ding. Mit Dach oben drauf. So, ein Zweisitzer hier, mit Co-Pilot. Der eine schläft, der eine fährt. Cool. Ja, manche Baumaschinen sind nicht straßentauglich. Das ist eigentlich, das hat Ketten, ne? Ja, klar, das Ding hat Ketten. Okay. Ich meine, die Dinger haben Räder, so ganz normal, ne? Wie können wir denn eigentlich lenken hier? Hm. Nee, das Ding können wir hier nicht bewegen. Das Ding können wir nur auf Baustellen bewegen. Deswegen machen wir eine Schnellreise dahin. Wir beamen uns quasi auf die Baustelle. Aha. Und jetzt? Jetzt können wir das Ding nicht fahren, ja? Weil wir müssen diese 26 Meter, da, ab da können wir erst fahren. Jetzt im Ernst oder was? Das ist schon... Okay, also wir haben die maximale Anzahl erreicht. Das heißt, wir sind jetzt... Also ich wüsste jetzt keinen anderen Weg, um das Ding dahin zu bekommen. Obwohl, wir hätten vielleicht eine Chance. Eine Chance hätten wir. Wir haben ja so einen Pritschenwagen. Der hat einen Kran drauf. Ja. Der hat einen Kran drauf. Wir versuchen jetzt, dieses Problem zu lösen. So. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, wir können jetzt mit unserem Kran, den wir hier haben, ja, das Ding da irgendwo einhaken. Irgendwo wird es da wohl einen Haken geben. Und dann setzen wir das Ding dahin. Aber wir können das Ding nicht bewegen. Das ist echt schrecklich. Also ich hoffe, das geht. Nee, das geht nicht. Leute. Es ist echt so. Ist es jetzt echt so, dass wir es auf eine ganz komplizierte Art und Weise machen? Also geht es schon mal nicht. Wir können nirgendwo das Ding einhaken. Es gibt keine Möglichkeit. Wir können anscheinend... Das ist wohl nicht möglich. Okay. Wir müssen jetzt einen Auflieger kaufen. Und... damit unseren LKW hinfahren. Das ist ja richtig cool. Coole Sache. Sehr cool. Nee, ärgert mich. Ärgert mich ein wenig. So, den LKW müssen wir jetzt mal ein bisschen schlau parken. Baumaschine parken. So. Oh, jetzt haben wir fast das Schild. Okay, wir haben nicht fast das Schild. Wir haben das Schild umgefahren. Ja, bringen wir nächstes Mal einen Sack Beton mit und dann... So. Das ist nur aus diesen Dingen da raus. Ja, das ist auch cool. Ist ja richtig Arbeit hier. Freitreten. Wir kaufen uns jetzt. Gezwungenermaßen. Dann holen wir uns hier so ein günstiges Ding. 85.000 oder 45. Ja, wenn, dann müssen wir schon das ganz dicke Ding kaufen, glaube ich, oder? Weil was wollen wir dann mit so kleiner? Ja, weiß ich nicht. Komm, so ein günstiges Ding muss reichen, oder? Was ist, wenn... Was ist, wenn wir das Ding nicht da drauf kriegen? Hätte hinten gar nicht solche... nee, das ist auch blöd. 45. Komm, wir kaufen jetzt dieses mittlere Ding. Wir kaufen das Ding. Ja.
maximale Anzahl der gleichzeitig ausgelagerten Fahrzeuge ist erreicht. Richtig, richtig uncool gerade, was hier gerade abgeht. Das ist ja richtig uncool. Ich glaube, wir werden es nie schaffen. Mobilbagger. Wir können uns jetzt wirklich nicht so ein Ding mieten. Ausgelagerten Fahrzeuge ist erreicht. Aber wie können wir denn das anders machen? Das ist doch blöd. Offen. Der ausgelagerten Fahrzeug ist erreicht. Buh. Sehr uncool gerade. Sehr, sehr uncool. Können wir dann diese Gerätschaften wieder zurückgeben? Das geht ja auch nicht, ne? Das geht. Oh, ich sehe da gerade noch was. Müssen wir jetzt hin? Mal überlegen, wie wir was. Ja, wir haben Betonpumpe ausgeliehen. Wir haben ganz schön viel gerade ausgeliehen, ja? Das ist wohl wahr. Jetzt können wir hier nicht einsteigen oder was? Ah, okay. Tja, gerade nicht möglich. Dieses Ding. Es ist gerade nicht möglich, diese Asphaltmaschine zu bewegen. Und ich würde sagen, wir sehen uns erst dann. Also wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es geschafft habe, diese Asphaltmaschine dahin zu bekommen. Ja, da bin ich wieder. Was soll ich sagen? Achso, nee, wollen wir erstmal raus hier. Dieses Ding hier, diese Asphaltmaschine hat eine komplett andere Steuerung wie alles andere. Und naja, jetzt weiß ich zumindest, wie wir dieses Ding bewegen können. Zwar sehr, sehr mühsam, aber es geht auf jeden Fall. Wir bringen jetzt auf jeden Fall diesen LKW wieder zurück zum Fahrzeughandel, ja. Und wir müssen uns... Jetzt steige ich jetzt hier erstmal aus. Wir müssen uns jetzt einen Asphalttransport, also so einen Asphaltkipper, müssen wir uns jetzt erstmal ausleihen. Ein Asphaltkipper. Mal gucken, wie das aussieht. Bin gespannt. Betonwagen, Baggerlader, Materialauflieger, Fahrzeugauflieger. Asphaltwalzen. Hier sind Muldenkipper auch. Kipper. Ah, hier sind Asphaltkipper. Oh, weia, oh weia. Da ist ein Asphalt. Achso, es gibt nur einen. Jetzt habe ich schon nach mehreren geguckt. Es gibt nur einen, okay. Für 115.000, den könnten wir sogar kaufen, so ein Asphaltkipper. Gibt es eigentlich nur einen von?
Wir können uns auf jeden Fall keinen kaufen. Das finde ich richtig blöd gemacht. Dass wir uns da nicht mehr ausleihen können. Oder müssen wir ja hier einfach Platz machen? Ich weiß es nicht. Finde ich gerade ein bisschen uncool, wie es hier läuft. Aber wir brauchen nun mal so einen Asphaltkipper, ne? Wir könnten uns sogar kaufen. Nee, ist halt erreicht, ne? Wie ist das denn? Können wir denn unsere ausgeliehenen Sachen, können wir die nicht einfach jetzt schon zurückgeben? Es muss doch irgendwie möglich sein, oder? Also den hier, den hatten wir uns ausgeliehen. Tja. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich es geschafft habe, dass wir uns wieder ein neues Fahrzeug ausleihen können, weil wir die maximale Anzahl wohl erreicht, was gerade sehr, sehr blöd ist. Ja, ist halt so. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich so einen Asphaltkipper habe, dann machen wir uns auf den Weg und besorgen Asphalt für die Baustelle. Da bin ich wieder. Und ich weiß jetzt, wie wir Sachen zurückgeben können. Ganz easy. Wir können hier unter Firma, unter unserem Fuhrpark, einfach die Sachen zurückgeben. Ist doch easy. Warum hier gleich so? Klar, Betonpumpe brauchen wir auch erstmal nicht. Wir geben jetzt erstmal alles zurück, was wir uns hier so ausgeliehen haben, was wir auch nicht brauchen. Den brauchen wir auch nicht. Pritschenwagen mit Kran. So, nee, das ist ja unser, ne? Achso, diesen Baukran, den geben wir auch mal wieder zurück. Und diese Planierraupe geben wir auch zurück. So, jetzt haben wir, ja, nur dieses. Okay, cool. So, jetzt haben wir eine Menge Kohle. Oh, weia. Bezahlt. Jetzt können wir uns so einen Asphaltkipper holen. Da ist er. Ja, sollen wir uns den kaufen? Wir könnten uns den so gerade eben kaufen. Nee, wir haben so wenig Geld. Wir mieten den. Ja. So. Da ist er. Steige in den Asphaltkipper. Der neu? So. Oh, ein paar Kratzer drin, ja. Macht ja nichts. So. Wir holen jetzt Asphalt ab. Wir fahren auf den Weg. Na, guck mal hier. Hier könnten wir noch zwei Sachen entdecken. Deshalb fahren wir jetzt mal dahin. Ah, wir überholen einfach mal ganz frech hier. So, keine Polizei hier. Wir können über Rot fahren. Oh, doch nicht. Wo waren sie schon wieder? Ich glaube, die saßen da oben auf dem Baum, oder? Jetzt haben wir schon wieder eine Strafe bezahlt. Das ist doch nicht mal. Wahnsinn. Ah, so ein Radio wäre cool hier drin, ne? Ist schon wieder nichts drin hier in diesem LKW, ne? Oh, was war das denn? Oh. Jungs, was ist los hier? Komm, wir fahren. Wir haben noch keine Zeit. Aber wir gucken einmal links. Da kam keiner. Sofort auf der linken Spur und Vollgas. Komm, tritt rein hier. Ist der Tank leer hier oder was? Nee, der Tank ist voll. So, wo waren denn jetzt? Ach da, okay. So.
Wir überholen ganz klassisch links. Guck mal, dritte Spur sogar hier. Oh, Junge, Junge. Ja, ja, was ist denn mit Ihnen? So, guck mal. Hier fahren wir rechts. Ah, okay. Aha. Tolle Sachen kann dieser LKW, ja? Also wir erkunden jetzt erstmal hier eben kurz. Ja, hier gibt es ein Fragezeichen. Das wollen wir wissen, was es ist hier. Sägewerk entdeckt. Ah, guck mal. Und dann fahren wir nochmal da gegenüber. Da ist, glaube ich, eine Tankstelle. Oh, wohin denn hier? Was ist denn hier los? Okay. Hier ist ein Sägewerk. Ich sehe hinter mir gar nichts. Macht nichts. Wir lenken jetzt hier einmal ein. Guck mal, hier ist doch genau genug Platz für uns. Ah. Haben auf jeden Fall heute wieder was dazugelernt, ja? Haben gelernt, wie wir Fahrzeuge zurückgeben. Vielleicht ein bisschen... Oh, Junge. Sieht er mich denn nicht? Auf jeden Fall hat er einen Blinker drin. Ich möchte jetzt hier rechts noch eben die Tankstelle entdecken. Ich möchte nämlich gerne die ganze Karte entdecken. So nach und nach. So, hier gibt es eine Tankstelle. Hier sind richtig gute Preise, ja? Wir gucken uns mal. Super plus für 43... Nee. Komm, steig mal aus hier. Der Diesel ist 1 Cent billiger wie Super und Super Plus. Das sind richtig gute Preise hier. Hier tanken wir gerne. So, jetzt fahren wir mal wieder auf diese komische Schnellstraße. 51 Cent. Aber da wir Sprit sparen müssen, müssen wir hier lang fahren. Wir müssen nämlich Sprit sparen. Das ist eine ganz arme Firma. So. Naja, wir bleiben auch hier auf der linken Spur. Linke Spur und Vollgas. 82. Guck mal. Einmal hupen. Ah, ne. So macht man das, wenn man überholt, ja. Die Hupe passt überhaupt nicht. Ach, hier ist schon unsere Ausfahrt. Was haben wir denn da für ein Navi? Das spricht ja gar nicht mit uns. So, und zack, überholen. So wird's gemacht. Du wartest da, du wartest. Müssen wir nicht Asphalt holen? Asphalttransport. Guck mal, hier gibt es zwei Trichter. Oh, langsam, ganz langsam. Gibt es einen Trichter? Beim Asphalt-Silo kannst du was? Öffne Kontextmenü, um die Ladeklappe zu öffnen. Hat der G gedrückt? Achso. Achso, dann gucken wir mal. Oh, nee, das wollte ich natürlich nicht. Aber wir müssen noch ein bisschen vorfahren, glaube ich, ne? Wo ist denn der Trichter? Das sieht man gar nicht so richtig, ne? Aha. Ich habe keine Ahnung, wo da jetzt Asphalt rauskommt, aber... Wir machen jetzt erstmal die Sicht von außen, damit wir auch irgendwas sehen. Und... Können hier irgendeine Klappe aufmachen. Befüllen. Laderaumaufzug. Oh! Alles automatisch hier. Ja, das ist ja richtig cool. So, jetzt... Erstmal den Asphalt da rein. So, voll das Ding. Ladeklappe zu. Und ab geht's. Gut, auf geht's zur Baustelle. Mit dem heißen Asphalt. So, wir fahren den gleichen Weg wieder zurück, okay. Dann benutzen wir doch mal diese schnelle Reise. Ich möchte nämlich in dieser Folge noch ein bisschen Erfolg sehen. Wir haben jetzt genug Zeit verplempert hier für diesen Transport, dieses Ding hier da.
So, fahre rückwärts an die Asphaltaufnahmebehälter des heran und hebe mit den Frachtraum des Kippers. Okay. Das heißt, wir müssen rückwärts an diesen Ding fahren, ja? Jetzt haben wir fast das Ding kaputt gemacht. Ist auch schon wieder dunkel hier. Schon wieder 9:45 und wir kommen erst mit Asphalt an hier. Aber wo muss das... Ach, das muss doch vorne rein, oder nicht? Hier hinten kommt das doch nicht rein. Was ist denn mit dir los? Aber... Fahre rückwärts an den Aufnahmebehälter. Das ist doch da vorne der Aufnahmebehälter. Aber warum stellen wir denn unsere Maschine so blöde hin? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Normalerweise müssten wir doch... Jetzt müssen wir hier drauf fahren. Oder reicht es, wenn wir das Ding einmal befüllen? Weil ich kenne das eigentlich so im realen Leben ein bisschen anders hier. Aber bei uns hier im Betrieb läuft sowieso immer alles falsch. So. Achso, wir befüllen die einfach nur. Weil ich kenne das so, dass das während der Fahrt befüllt wird. Deswegen wundere ich mich gerade. So. Steigenden schwarze Deckenfertiger. Ja, erstmal fahren wir das Ding hier weg, oder? Fahren genau. Noch einmal schön hier rüberfahren, alles festmachen. Wir sperren unsere Baustelle ab hier. Aber bitte nach dem Zebrastreifen. So, hier sperren wir jetzt unsere Baustelle ab. Steigen wir in unseren Schwarzdeckenfertiger. Das ist echt ein komplizierter Name. Gut, wir steigen ein. Asphalt auftragen. Wir müssen erstmal hier gucken, ganz wichtig. Das ist nämlich ein Kettenfahrzeug. Ist wieder nicht so einfach zu fahren. Wie können wir denn hier? So, Jetzt sind wir schon auf die Strecke drauf, ne? Gibt es denn hier? Was gibt es denn alles? Leeren, okay. Einbaubohlen. Ah. Gute Sache, ne? Eine Übersicht der Steuerung kannst du mit den... Nee. Was gibt es noch? Asphaltieren, ein, aus. Was ist das? Leeren. Nee, leeren möchte ich ja nicht. Kostet 2000. Asphaltieren, ausgeschaltet. Nein. Oh. Ach so, wir müssen erst mit der ganzen Sache drauf. So, jetzt aber. Wir müssen ein bisschen weiter nach links, ja. Das sieht man aber auch schlecht. Ah, nee, gar nicht. Guck mal. Ich stehe echt weit zu weit rechts, ne? Ah, den Rest muss man mit der Hand machen oder so. Mein Gott. Fertig. Verdichten Asphalt. Aha. Ist auch noch. Nee, jetzt möchte ich erstmal das Ding nach oben fahren. Wir machen die Einbaubohlen einfahren. Und wir bringen diese Asphaltmaschine einfach mal wieder. Die brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Fahrzeughandel, Schnellreise. Da fahren wir jetzt nämlich hin.
Die lassen wir erstmal hier stehen, weil ich glaube nicht, dass wir die noch brauchen werden. Wir sollten einfach nur so ein bisschen Flickarbeiten hier machen, ne? Verdichten Asphalt. Mit einer Asphaltwalze. Okay. Gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall in dieser Folge viel gelernt. Natürlich müssen wir den Umgang jeder einzelnen Maschine lernen. Das ist auch nicht so einfach. Diese Asphaltmaschine zum Beispiel steuert man so ein bisschen anders wie alles andere, finde ich. Gut. Also in der nächsten Folge geht es auf jeden Fall weiter und da mieten wir uns so eine Asphaltwalze, verdichten das und dann haben wir auch, glaube ich, schon wieder diesen nächsten Auftrag durch. Dann bekommen wir, glaube ich, auch wieder 100.000. Dann müssten wir 225.000 haben. Können wir uns überlegen, was wir uns da für eine nächste Maschine kaufen. Ja. Wir machen auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gerne noch einen Kommentar dazu. Und falls noch nicht passiert, ein Abo da lassen. Da verpasst ihr keine weiteren Videos. Gut, Leute, wir sehen uns. Gesund bleiben und so. Bis dahin. Bye, bye.